Das Wort hat für die Fraktion der Grünen Herr Albrecht. Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Präsidenten, sehr geehrte Kollegen. Bei der Fluggastdatenspeicherung, dem EU-PNR, ist klar, das Europäische Parlament, der zuständige Ausschuss, der Innen- und Justizausschuss, hat im Herbst 2013 den Vorschlag komplett zurückgewiesen, aufgrund der Tatsache, dass es unverhältnismäßig erachtet hat. Nun hat der Berichterstatter, der den damaligen Vorschlag gemacht hat, den Vorschlag wieder eingebracht. Er ist fast unverändert. Ich sehe nicht, dass ohne Gesichtsverlust das Europäische Parlament dem zustimmen kann. Erst recht nicht vor dem Hintergrund der Tatsache, dass im vergangenen Jahr der Europäische Gerichtshof der Argumentation des Europäischen Parlaments Recht gegeben hat und deutlich gemacht, eine anlasslose Speicherung von Personen ist nicht vereinbar mit den Grundrechten der Europäischen Union. Ich würde Sie alle bitten, darauf hinzuwirken, dass jeder Vorschlag zur Datenspeicherung mit diesem Grundsatz vereinbar ist. Damit das so kommen kann, muss die EU-Kommission einen neuen Vorschlag machen. Ansonsten wird es hier nicht vorangehen. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt für die EFDD-Fraktion Frau Beghin. Grazie, signor Presidente. Nel loro recente incontro i capi di governo hanno parlato del futuro della Grecia. Ma possibile che nessuno veda il problema? Chi altro se non i greci devono decidere?